Ich bin schon wieder total gestresst, obwohl ich gerade erst angefangen habe. Na super. Okay, weiter geht's. Ich lade mal nach zwischendurch. Könnte ja auch nicht schaden. So, das kennen wir schon. Zurück zum Hauptlabor. Jemand da? Nein? Schön. Was haben wir denn hier in der Mitte rumstehen? Was? Termit! Jawohl, genau das wollten wir doch. Aufgabe erfüllt. Okay, das Termit, das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Was Großes? Nein, ich möchte nicht. Ich habe gerade auch schon wieder irgendwas gehört im Hintergrund. Huch. Das sagt mir nicht unbedingt zu. Und ich verstehe immer noch nicht, warum hier Termit in der Krankenstation rumsteht. Zur Erklärung für alle, die nicht wissen, was Termit ist. Das ist eine Mischung aus Eisenoxid und Aluminium. Und man zündet die Scheiße an. Und dann geht halt der Sauerstoff auf das Aluminium rüber. Und das wird sehr heiß. So. Wie ging das? So. Okay, laden wir nochmal nach hier, die Stase. Nein! Nicht mit mir! Du auch noch? Ih, was? Hallo, ich stasiere dich und du spuckst mich an? Was fällt dir ein? Schön, wie er in Zeitlupe zu Boden sinkt. So. Huch, wo sind denn die Frames hin? Das gefällt mir doch nicht so sehr. Hm, naja, müssen wir jetzt mit leben. Vielleicht kommen sie ja irgendwann wieder, wenn sie Lust haben. Wobei das gerade irgendwie etwas suboptimal aussieht. Ich schleiche mich mal weiter, vielleicht kommen sie ja irgendwann mal wieder, wenn sie Lust haben. Ja, öffnen. Danke. Ah, da sind sie auch schon wieder. So. Wo müssen wir denn hin erstmal? Durch diese schöne Tür, okay. Aber hier drüben ist noch was zum... Halt, das nehmen wir natürlich noch mit. Hier aber ist noch mal was zum Aufmachen, sehe ich gerade. Nochmal 1000 Credits, sehr schön. Wir kommen unserem Flammenwerfer näher, glaube ich. Hier sieht es aber auch wieder aus. Halt, 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 da sind noch mehr Punkte. Nein, irgendwelche Plasma-Cutter-Dingens-Projektile. Okay, Termitbombe benötigt... Hahaha. Moment, wir sollen... Ach so, aha. Ich sollte dem Mann vielleicht wirklich öfter zuhören, damit ich auch weiß, was wir hier tun. So, erstmal in den Shop aber. So, wie viel haben wir denn an Credits? 13.300, das gefällt mir doch. Das heißt, wir können uns den Flammenwerfer kaufen. Jawohl. So, den haben wir jetzt dann auf der 4, nehme ich mal so an, oder? Jawohl. Necromorphs, ihr könnt kommen. Oh oh. Oh oh. Hallo? Was? Nicht doch. Lass das Licht an. Was bist du denn da hinten? Ich wollte eigentlich erstmal hier von das Schild lesen. Das mache ich jetzt einfach. Ist mir jetzt egal, was da hinten ist. Der Tod kann kommen, ich lese erstmal. CEC Imaging Diagnostics Lab. Ishimura Crew Members, welcome to the lab. If you've been referred to the lab, please have your referral form and CEC authorization ready, then proceed to the lab office. Thanks, lab staff. Okay. Dann widmen wir uns mal dem Freund da hinten, was auch immer das... Ach, der schlägt mit dem Kopf dagegen. Ach so. Und ich dachte schon, es ist hier irgendein riesiger Gegner. Ihr bösen Bösen. Könnt mich doch nicht so schocken hier. So. Da wollen wir ihm mal bei dem Problem behilflich sein, wenn er den Kopf loswerden will. Du darfst auch... Er will nicht schießen. Oh. Deshalb vielleicht. Was solltest du denn jetzt darstellen hier, Freund? Freund Blase.
So, eine Stasi-Station schon wieder. Okay. So, ziehen wir dich mal ans Licht hier. Hm, Monsieur? Oh, dir ist ein Kopf abgefallen. So, weg. Los, weiter. Na, lass schon offen, bitte. Was? Oh, Mann. Ich weiß, es ist nicht schlau, das Spiel zu spielen, wenn man keine Schockeffekte haben will, aber... Hey, was soll's? So, da möchte ich aber rein, um ehrlich zu sein. Ach, Scheiben zerschlagen geht nicht, okay. Gut, was haben wir hier drüben? Eine Werkbank. Wollen wir mal eine Runde werken gehen? Ich glaube schon. Das Biest scheint ja nicht wiederzukommen. Okay. So, gucken wir mal, was wir hier so beim Flammenwerfer machen können. Wir bräuchten, wir haben einen Knoten und wir bräuchten zwei, um nachladen zu... Nee. Aber nicht doch. Nein, ich glaube, ich setze auf... Wo hatte ich denn meine Punkte reingesetzt? Ins Stase-Modul, ne? Ja, genau. Genau, da machen wir mal hier Stase-Dauer um 2 Punkte erhöht. Das könnte mir gefallen. Klick, klack. Wunderbar. So, was kann man denn beim Chinesen-Modul machen? Nicht viel. Die Reichweite erhöhen. Das ist natürlich auch ganz gewitzt. Hm, könnte fürs nächste Mal... Ja, mache ich beim nächsten Mal. Ich glaube, ich mag die Chinesen nämlich. Hättet ihr gar nicht gedacht, oder? Was? Verwenden Sie Chinesen bei schweren Objekten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Ich weiß, die Alte hat gerade genau dasselbe gesagt, aber ich verstehe immer kein Wort, was die quatscht. So, weg damit. Ach so, hier, alles klar. Chinese! Hinüber! Schön. Na, was bist du denn für einer? Ja, du hast das verloren! So, dich nochmal drauf, bei dir weiß ich nicht, ob du tot bist. Aber sieht, sieht negativ aus. Was zur Hölle, ich habe dem Kopf und den Arm abgesenzt, der muss doch mal sterben. So, Stasepack haben wir gleich wieder gekriegt. Eigentlich wollte ich mich sowieso an der Stasestation noch aufladen gehen, aber wenn wir es gleich so kriegen, na gut, dann nicht. Chemisches Forschungslabor wahrscheinlich, jawohl. Ich möchte da rein, lass mich rein. Dann nicht. So, und das hier, das muss dann wahrscheinlich irgendwo... Wo müssen wir denn hin? Nach oben natürlich. Ich nehme das einfach mal mit, kann ja nicht schaden. Sieht so aus, als ob wir es brauchen könnten irgendwie mal. Achso, wir müssen es jetzt schon irgendwo... Hier drüben vielleicht? Hier ist ja offen. Erstmal Energie... Boah, Mann! Alter! Du blöder Drecksack! Ach! Wegen dir, du dummer Kotzer hier drüben! Arsch! Steckst mit denen im Bunde! So, Energieknoten erhalten. Ja, den wollte ich jetzt eigentlich in Ruhe aufsammeln. Dann bringt ihr hier mich so durcheinander. Okay. Brennstoff für den Flammenwerfer, auch schön. Und ein Schema, Impulsprojektile. Nett. Halt, was? Achso, ja. Okay, dann können wir eigentlich wieder abfassen. Entschuldigung, Freunde. Wir haben einen kaputten Stuhl und unser Kater hat sich auf den Stuhl gesetzt und hat gerade einen Zusammenbruch erlebt. Schön. Gut, und ich habe gerade entdeckt, wo wir das Ding reinstopfen müssen. Da wohl. Jawohl. So, können wir denn jetzt irgendwas anderes außer dem Fahrstuhl bedienen? Hier drüben vielleicht die Tür mal? Nee, schade. Schön mit dem Stuhl, das gefällt mir. Ich habe den extra dafür nochmal aufgestellt, damit er irgendwann auf dem Ding zusammenbricht. So, weiter. Was ist denn das für ein Gespritzel hier? Kann man hier irgendwas dran machen? Nee. Isaac, kannst du springen? Ich glaube nicht, oder? Geronimo! Oh. Ja, nee, ich glaube, ich kann nicht springen. Wie komme ich denn hier weiter? Oder muss ich hier irgendwie runter vielleicht? Nee.
Ach, also wieder nach unten. Ja, hier, mach mal. Ja, danke. So, dann gucken wir mal. Irgendwie müssen wir doch hier drauf. Ach, ich glaube, ich weiß. Irgendwie müssen wir bestimmt hier... Irgendwie müssen wir bestimmt das Ding hier zur Seite bewegen. Ja, ja, ich sehe es schon. Zzt. Ach nee, das geht nicht weiter. Das ist ja doof. Aber vorbei kommen wir auch nicht, oder? Nein. Dann fort damit. So. Gibt's hier was? Nein. Können wir es vielleicht weiter reinschieben? So in etwa? Aber wir kommen hier nicht. Wir kommen hier nicht weiter. Moment mal. Wir gehen mal weiter rüber hier. So. Jetzt mal. Na, was? Ja, genau so wollte ich das doch. Nein, nicht so weit. So in etwa. Ja, das könnte mir gefallen. Gut. Nun wieder hinauf. Jetzt röchelt hier schon wieder irgendjemand rum. Ich habe übrigens mal die Soundeinstellung ein kleines bisschen angepasst. Weil irgendwie... Strahlmunition, aha. Weil ja irgendwie die Musik und so oder die Soundeffekte doch schon unglaublich laut waren beim letzten Mal, dass ich irgendwie ein bisschen übertönt wurde. Nein, 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 ich gehe wieder. Geh weg! Aus! Aus! Ah! Du Sau! Hat er in seinen letzten Zuckungen ernsthaft noch mal mir was abgezogen? Ich fasse es ja nicht. So. Brrr, okay. Was wollte ich gerade... Achso, ja, weil ich ja in der letzten Aufnahme doch teilweise schon ganz schön übertönt wurde von den ganzen Soundeffekten hier. Deswegen habe ich mal ein kleines bisschen das zurückgenommen. Ich hoffe, das klingt... Mann! Dass ihr mich immer so erschrecken müsst. Was ich eben sagen wollte, bevor der freundliche Herr hier mich unterbrochen hat. Ich hoffe, es klingt diesmal ein bisschen besser. Also ausgewogener, wie auch immer. So, was haben wir hier schönes? Stasi-Station, das finde ich freundlich. Die könnt ihr von mir aus überall hinhängen. Ach so. Aha. Können wir es jetzt hier rüber machen, können da lang gehen, aber ich gucke erst mal hier hinten. Wo es nicht weitergeht, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, wir ziehen voran. Können wir das vielleicht auch irgendwie kaputt schlagen? Nee, ne? Oder? Schlagen? Ah, schön. Da brauchen wir keine Munition verschwenden. Ein Speicherpunkt. Ja, ich glaube, wir speichern mal. Kann nicht schaden. Kann nicht schaden. Ich werde jetzt auch nicht mehr so lange machen. Die Aufnahmesession ist jetzt bloß mal ganz kurz, damit ich wieder Folgen habe. Ich mache ja jetzt täglich alles hier. Folgen raushauen und so, ne? Da kann man nicht mehr das so schleifen lassen wie vorher sonst immer. Und was? Zero G. Nee, da habe ich jetzt keinen Nerv für. Das mache ich in der nächsten Aufnahmesession. Echt, jetzt muss nicht sein. Ich habe jetzt keine Lust hier irgendwie nach Luft haschend irgendwie durch die Gegend zu flattern. Denn ich nehme mal an, Zero G wird Zero Gravity heißen. Und ich habe keine Lust jetzt durch die Gegend zu fliegen und keine Luft zu haben. Also, bis zur nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss.